Du willst, dass Breakpoint in der First-Person-Ansicht nicht so, sondern so aussieht, dann bist du hier genau richtig. Letzte Woche habe ich dir von der neuen First-Person-View-Mod für Ghost Recon Breakpoint berichtet. Der ein oder andere hat dabei völlig zu Recht angemerkt, dass das ja irgendwie nicht schön aussieht, weil es total verwaschen ist. Aber auch hierfür gibt es jetzt eine Lösung. Mit der First-Person-Depth-of-Field-Blur-Removal-Mod wird das Bild auch in der First-Person-Ansicht schön scharf. Bevor ich dazu komme, wo du die Mod herbekommst und wie du sie installierst, abonniere noch schnell meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Vielen Dank! Die Mod bekommst du, wie auch die First-Person-View-Mod, auf Nexus Mods. Such dort einfach nach First-Person-DOF-Blur-Removal. Auf der Mod-Seite gibt es noch ein paar Infos zur Nutzung von Motion Blur, aber wer Motion Blur nutzt, ist sowieso total lost. Unter Files kannst du die Mod herunterladen. Dann öffne deinen Ghost Recon Breakpoint Installationsordner, entweder manuell oder öffne Ubisoft Connect, klick auf Eigenschaften und dann auf den Ordner öffnen Button. Jetzt entpack einfach alle Dateien aus der eben heruntergeladenen Datei in diesen Ordner. Wenn du das Spiel jetzt wieder mit DirectX startest, denn mit Vulkan funktioniert die Mod nicht, und die First-Person-View-Mod aktivierst, sollte das Bild scharf sein. Falls nicht, liest dir halt auf der Mod-Seite die Hinweise zu Motion Blur durch. Und nein, die Mod gibt's leider nicht auf Konsole.